Die drei Powerfrauen Christina Schippling, Tina Rupprecht und Cassis B. Staudt haben sich zu einem ungewöhnlichen und spannenden Projekt zusammengeschlossen. Einem philosophischen Hörbuch zur Kampfkunst von Bruce Lee. Der Martial Artist und Schauspieler hat Millionen von Menschen berührt mit seinen Filmen, seinem Kampfstil Jeet Kune Do, aber auch mit seinen Büchern. Grundlage für das Hörbuch bilden Zitate aus Lees Buch Know Yourself, Die Geheimnisse meines Erfolgs, die von Tina Rupprecht eingesprochen werden und von der Autorin Christina Schippling neu interpretiert werden. Zu den Lebensweisheiten Bruce Lees und der philosophischen Ausdeutung von Christina Schippling wird das Hörbuch von der Filmmusik aus dem Spielfilm Die Boxerin von Cassis B. Staudt untermalt. Der Titel Fliegengewichte spielt auf die Gewichtsklasse im Boxen an, die vor allem Frauen vorbehalten ist und verweist auf die Frauenstärke im Projekt. Bruce Lee war einer der erfolgreichsten Kampfkünstler und Martial Artists seiner Zeit. Er entwickelte eine eigene Kampfkunst, Jeet Kune Do, studierte Philosophie, Psychologie, Schauspiel und anderes in Amerika an der University of Washington. Es ist eine Philosophie, die nicht nur aus dem Kopf und dem Denken entspringt, sie reicht tiefer. Es ist außerdem die Philosophie eines athletischen jungen Mannes, der nicht nur mit seinem Geist, sondern auch mit seinem Körper tief verbunden war. Dieses weise Denken eines jugendlichen Geistes erstaunt ebenso sehr wie die Kampfkunst, die er beispiellos beherrschte. Das Hörbuch widmet sich einiger Zitate Bruce Lees aus dem Buch Know Yourself, die Geheimnisse meines Erfolgs. Und belebt diese neu. Durchdenkt sie und durchfühlt sie. Prüft ihren Wahrheitsgehalt und wendet die Inhalte auf die Gegenwart an. Der Titel Fliegengewichte ist aus dem Boxsport entlehnt und bezeichnet eine Gewichtsklasse zwischen 49 und 52 Kilogramm. Es ist eine Anspielung auf die Frauenpower der an dem Projekt beteiligten Frauen. Christina Schippling, die Autorin, hat das Hörbuch verfasst und ihre eigenen Texte eingesprochen. Tina Rupprecht ist Weltmeisterin im Boxen und hat die Zitate von Bruce Lee eingelesen. Und Cassis B. Staudt ist Komponistin und hat die Musik für den Spielfilm Die Boxerin geschrieben, die auch in dem Hörspiel verwendet wird. Der Titel steht außerdem für die Leichtigkeit und spielt auf die Daseinsfreude an, die der spirituellen Philosophie Bruce Lees zugrunde liegt. Weißt du, wieso dieses Glas so nützlich ist? Weil es leer ist. Bruce Lee spielt in seinem Buch Know Yourself immer wieder auf ein Gleichnis aus dem Zen an. In diesem sucht ein Professor einen weisen Zen-Mönch auf, um von ihm Antworten auf alle seine Fragen zu erhalten. Nachdem er sich höflich vorgestellt und seine Titel genannt hatte, wollte er belehrt werden und begann, dem Mönch Fragen zu stellen. Dieser lud ihn stattdessen erst einmal auf eine Tasse Tee ein. Der Mönch stellte die Tasse vor dem Professor auf den Tisch und goss ihm Tee ein. Als die Tasse schließlich voll war, hörte der Mönch nicht auf zu gießen und der Tee lief schließlich über. Der Professor bat den Mönch, mit dem Gießen aufzuhören. Da meinte der Mönch, so voll diese Tasse,
mit Tee ist, so voll sind auch sie mit ihrem Wissen. Sie müssen erst ihre Tasse leeren, um von meiner kosten zu können. Dieses Gleichnis wird oft nur oberflächlich verstanden, in dem Sinne, dass der Professor erst sein Wissen loslassen muss, um vorurteilsfrei das neue Wissen von dem Mönch aufnehmen zu können. Es fußt auf der Annahme, dass der Professor durch sein ganzes Wissen schon zuvor eingenommen sei für neue Weisheitslehren und nicht mehr offen sei, um Neues lernen zu können. Diese Ausdeutung des Gleichnisses ist natürlich nicht falsch, doch das Gleichnis reicht noch viel tiefer. Bruce Lee weist auf die Nützlichkeit der Tasse hin. Nur eine leere Tasse kann von Nutzen sein, da sie neu gefüllt werden kann. Aber auch in diesem Zitat scheint der tiefere Sinn nur hervor und ist noch nicht ausgedeutet. Denn möglicherweise geht es dem Mönch nicht darum, die Tasse neu mit Wissen zu füllen. Vielmehr will er auf die Leere in der Tasse verweisen. Das innerliche Leerwerden und auch Leerbleiben ist der tiefere Sinn, der in diesem Gleichnis angesprochen wird. Mit dem Leersein ist metaphorisch ein menschliches Dasein gemeint, das in sich ruhend ist und keine Gedankenprozesse und keine Gefühle in sich trägt, die es von seiner inneren Mitte wegführen könnten. Vielmehr ist hierbei ein waches Bewusstsein gemeint, das die stille Freude des lebendigen Seins verkörpert, ohne Gedanken, die wiederum Emotionen hervorrufen. Der Mönch weist also auf die Leere hin, die Leere in der Tasse. Es geht nicht darum, diese Leere mit neuen Weisheiten aufzufüllen, sondern die Leere und Stille zu leben, die unter dem Sturm der Gedanken und Gefühle schon immer da ist. Der Mönch weist den Professor darauf hin, dass er das Wissen für einen Moment nur loslassen soll, seine Gedanken und Emotionen für einen Moment nur loslassen soll, um die darunterliegende Stille und Daseinsfreude wahrnehmen zu können.